Yeah, what? Yo, man! It's Jethro, dude! Hey, Jethro, what up? Well, I was talking to Caesar and, don't get me wrong, dude. I mean, you are one out there dude when it comes to driving, man. But Caesar, he told us how many cars you get through, dude. And me and Dwayne were like, whoa! What is your point, Jethro? No point, man, no point. Just that there's an advanced driving school, like, just up the road from the garage, man. Like in Doherty. Driving school? Man, exactly what you trying to say, man? Nothing, man, nothing. It was Dwayne's idea. I think you're, you know, cool and shit. I better go see. Ja. Also die haben gesagt, ich fahr scheiße und das sehe ich auch gar nicht ein. Das ist eine absolute Beleidigung. Ja, von wegen, Dwayne hat gesagt oder was irgendwo. Kack, ey. Ich fahr nicht scheiße, weißt du? Fahrprüfung will ich halt sofort bestehen. Das war jetzt nur Zufall. Passiert. Normalerweise. CJ stirbt aber auch gar nicht. Ich meine, so dicker Auto und Unfall, naja, kack ich drauf. Und wie kann ich so eine Leiter hoch? Komm ich? Hallo? Leiter komme ich nicht hoch. Kann man eine Leiter überhaupt hoch? Vielleicht weiß es jemand von euch, dann kann das mal unten reinschreiben. Hätte mich halt mal interessiert. Also eine Leiter hochzugehen kann doch manchmal ganz nützlich sein. Ach nee, wer hätte es gedacht? Wie unerwartet bitte. Ich will trotzdem Auto, weil ich weiter Musik hören will. Give me a car. Los. Und warum ist da ein Zaun, der mich verarschen will? Wozu ist da... Warum? Unnötigster Zaun aller Zeiten war das da gerade. Den könnte glatt ich da hingestellt haben. Genius. Oder so ähnlich. So, jetzt gib mir mal eine Karre, bitte. Perfekte Landung. 1A, meine Freunde. Das ist Weltklasse, muss ich mal so sagen. Weltklasse. Hallo, Polizei. Was, Auto stehlen? Nein. Wollen die mich jetzt schlagen oder was machen die? Ach, die wollen die tote Oma angucken. 50 Cent einmal gucken, meine Damen und Herren, eine tote Oma. Gucken Sie jetzt, kaufen Sie jetzt und ach, keine Ahnung. Ach ja, so, was machen wir jetzt? Ich glaube, wir machen nochmal die Caesar Wheel Pando Mission. Wie habe ich das gerade ausgesprochen? Mission. Hört sich ja total schwul an. Mission. Nein, nein, das kommt nicht so gut. What the? Aber Hauptsache sagen, ich schrott alle Autos oder was? Voll Spaß, ey. Passiert! Entschuldigung! Mann. Unverschämt sowas. Ich konzentriere mich immer voll aufs Autofahren, würde niemals irgendwas kaputt machen, ja. Aber Hauptsache sagen, ja, und ich würde auch niemals die Verkehrsregeln brechen, ja. Also falsche Spur oder irgend so ein Scheiß, ey. Kack ich drauf. Ich bin auch nicht angetrunken, wenn ich Auto fahre. Oder stehe nicht unter Drogen und werde nicht abgelenkt. Händediskette. Perfekt eingepackt. So sieht das aus. So muss das aussehen. Ich überlege, was machen wir in der 50. Folge, Mann. Das Special, was machen wir daraus? Ja, ey, komm, mach weg. Anruf interessiert mich nicht. Oh, erstmal Luxuskarre abschleppen. Wie Luxus die Karre einfach ist. Woo! Z! Ey, wie geil, bitte. Boah, das ging sehr schnell irgendwie. Haha. Rückenschuss. Will er mich jetzt schlagen oder so? Nö. Rückenschuss, ey. Ist so egal. Und auf einmal steigt er auch vorne ein. Jetzt können wir mal gucken, wo müssen wir hin. Also wir fahren jetzt hier lang. Zack. Und das gelbe Dreieck ist irgendwie da oben, oder wie? Ja, nein. Nein, ja. Sehr präzise Antwort. Oh, finde dieses gelbe Symbol, ey, wie lame.
Jetzt muss ich mir überlegen, wir waren so gestanden und es war da. Oder vielleicht ist es doch da unten. Nein. Auch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt gucke ich nochmal. Das geht doch nicht. Das ist rechts von uns. Rechts, also rechts heißt da. Nee, Quatsch, rechts heißt hier, hier unten. Vollhorst. Hier unten irgendwo. Hier. Das Spiel will mich gerade halt verarschen eigentlich. Findest du es lustig? Ich nehme mich nicht. Kann ja nicht drüber lachen. Das ist rechts. Das war doch ganz klar rechts von uns. Rechts, jetzt schauen wir mal. Hier. Wir gehen jetzt mal hier lang. Ganz langsam. Nein. Das gibt's doch... Da! Jawohl, ja. Supergeil. Hauptsache erstmal 500 Millionen Kilometer, ey. So, wir müssen mal auf die Straße... Und dann hier hoch, diese komische Schlange, da, die Brücke und so. Wir fahren also geradeaus. Dann rechts, über die Brücke, den ganzen Weg, den ganzen Weg, den ganzen Weg und dann falsch. Wir sind hier und fahren ab, okay. Geradeaus, rechts, rechts abfahren und runter. Das ist so spannend gerade, ich könnte sterben. Vor Vorfreude und dann wieder rechts, okay. Also immer rechts halten ist ein... Ist eine gute Idee. Und hoffentlich zu guter Musik. Nein. Ja klar, ich war scheiße oder was? Musik genießen. Hoffentlich wird sich wieder von der GEMA gesperrt. What the? Nein, 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 nein. Scheiße. Ach komm. Sieh das nicht. Nein, sterb doch nicht. Also Caesar hat es auch ganz schön weggeschleudert, würde ich sagen. Aber jetzt lade ich nochmal, das kann ja wohl nicht sein. Ah, dann kann ich die Fahrt nicht überspringen. Ah, Zwickmühle, komm, komm, ich fahr nochmal. Kack ich drauf, ey. Folge 50 ist fast vorbei, ich habe noch nichts geleistet. Live. Kann ich doch nichts für, passiert, ey. Ja, komm, ist doch gut. Ah, super. Dumm zum Fahren, ey. Das ist ja Wahnsinn. Mega Auffahrunfall. Kack ich drauf. Hauptsache, ihr lasst mich jetzt fahren. Los, schneller, schneller, schneller. Zack. Super. The count of personality. Hört das Auto mal auf zu brennen vielleicht? Nein, 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 nein. So, das hat sich auch erstmal erledigt. Warte, for your fun. Ciao, Polizei. Jetzt müssen wir noch da hinten lang finden, irgendwie. Hier geht's sicher nicht lang. Also, glaube ich jetzt. Solange ich nicht ins Wasser falle, ist mir es egal. Und, wow. Seit wann ist hier ein Futterapparat? Cool. Dude. Na, dann fliegen wir wieder zu Herrn Real Pando. Mit 2 Sternen, aber ist doch egal. Ist doch egal, ey. 2 Sterne, wozu denn, warum denn? Ah, nach der Mission mache ich auch wieder mal Schluss. Ah, zu viel auf einmal brauchen wir auch nicht. Und ich habe auch noch Termine, Business zu erledigen, ey. Voll wichtig und so. Ist übrigens gerade 9.30 Uhr, wollte ich nur mal erwähnt haben. Falls es wen interessiert von meinen 5 Zuschauern. Es ist 9.30 Uhr gerade. Jetzt. Also bei mir, nicht bei euch natürlich. Wie geht das nur? Das ist bei mir 9.30 Uhr, so ein paar nett. Geht gar nicht, ey. Und kann ich die mitnehmen? Also nichts
Oder ist es eine Kettensäge oder ein Bunsenbrenner? Kettensäge? Ja, den nehmen wir mal mit. Können wir ein bisschen Holz zersägen. Ja, ich glaube, euer Auto ist ein bisschen kaputt. Ja, Entschuldigung, Mann. Unnormal, wie er wieder abkackt, ey. Und tschüss. Screw you. Tja, screw you, würde ich sagen. Dumm. Ach ja, Polizei gegen Rocketman ist halt bestes Duell einfach. Weil du gewinnst halt immer. Es sei denn, du bist so dumm wie ich und fällst dann irgendwo runter und dann so... Ja, das war eine Demonstration von einem Fall und einem Aufprall. Also dieses... war der Fall und dieses... der Aufprall, dieser Beat. Ey, ihr wollt mal auf den Piss gehen. Ich habe ja nicht mal unbegrenzt Munition. Ach nee, wie lame. Dann habe ich da keinen Bock drauf. Dann ist es ja gar nicht einfach. Loser. Und wer ist denn da? Mr. Wheel Pando, guten Tag. So. Jetzt. 3 Cheats in geschätzt 10 Sekunden. Ist gut. Geht natürlich noch besser, aber für den Moment sagen wir mal, reicht. Hoppla, Mikro einstellen. Gut, Mikro eingestellt. Und diese Fliege auch. Ich hatte es schon mal erwähnt, von Fliegentalk und Pizzabetrug, Folge, lass mich nachdenken, 19. Es müsste Folge 19 gewesen sein. Habe ich schon mal drüber geredet, Fliegen, ey. So zum Kotzen. Und heute, nicht nur heute, die ganze Woche schon. Ich bin voll zum Fliegenmörder mutiert, weil die kotzen mich so an einfach. Das geht gar nicht. Das ist unnormal, wie viele hier sind. Das ist wirklich unnormal. Bestimmt schon 7 umgebracht oder so. Ja, ich bin jetzt Mörder. Mördern hast du gesagt. Lustig. Nein, nicht lustig. Nein. Die Reds every line. Ey, wie assi du bitte fährst, ey. Es gibt übrigens eine Fahrschule für Fortgeschrittene. Was? Jetzt müssen wir aber, warte. Mussten wir jetzt links oder nicht? Ja, doch, ich glaube, wir mussten links. Das Dreieck legt auch irgendwie nah, dass wir nach links mussten. Nein, ich will meine Musik. Hallo. Jetzt halt doch bitte einfach mal die Fresse. Oh, Fresse. Ist doch jetzt ein Witz. Ich will meine Musik. Ach, Wahnsinn, es funktioniert. Weißt du, da quatscht mir einfach so ein Spaß in meine Musik rein, ey. Unnormal. They see me rolling. They hating. Controlling and trying to catch me right in the head. Nee, ich will trotzdem GTA 4 Beat, weil da hab ich halt richtig Bock drauf. Ja, nein. Nein, nicht umfallen. Bei so einem flachen Wagen ist es auch blöd, du kannst halt gar nicht umdrehen. Also normalerweise kann man, wie gesagt, mit links und rechts ja sich so einpendeln, dass man wieder richtig hindingst, aber es geht halt nicht. Das ist gar nicht möglich, es tut mir leid, dieses Auto ist einfach scheiße, ich bin so gut im Rhyme und mir fällt kein Text ein. Das ist auch in geworden bei, also es war schon bei 2 Folgen jetzt, dass ich, nein, ja, so, das war bei 2 Folgen so, dass ich einfach das war irgendwas hingeklatscht einfach und ich habe einfach mal die Lyrics in die Beschreibung so aus Box so als Rap verkauft, so mit Hook und allem drum und dran. Ich bin voll der Experte, weil ich höre Julians Blog, ey, weißt du, Rap Battle Turnier, ich hab voll Ahnung jetzt, könnt voll deutsche Rap-Szene stimmen, ja klar könntest du das, nein, ja. Unnormal, das ist ja mega Abfuck. So, rechts, ja. Wenn das Auto brennt, das würde ich mir nicht verzeihen. Na gut, ich kann cheaten. Diese Fliege schon wieder, geh weg von meinem Bein, ey. Kackteil. Wie bereits erwähnt, Fliege für den Arsch. Für den Arsch, die Viecher sind so am Abnerven. Das ist Wahnsinn, die hätten einen Preis verdient dafür. Boah,
knapp am Crash vorbei. Mir fällt jetzt auch kein guter Text ein, wie schon erwähnt. Ich bin leider unkreativ. Habe ich vielleicht einen Telefon-Joker? Ach ja. Ich hoffe, ich fahre hier auch richtig, weil ich bin mir gerade gar nicht sicher. Das ist eine enge Kiste. Und es wird auch für 3 Folgen reichen, wenn ich so weitermache, weil mir fällt auch kein Grund ein. Nee, weil das dürfen wieder 40 Minuten Aufnahme werden, so wie letztes Mal. Und darf ich die so in 2, ungefähr 20. Jetzt geh weg, du Kackfliege! Und du auch, ey, so ein Spast! Ihr nervt mich gerade alle so ab. Hey, Moment, kurze Pause, bin gleich wieder da. Und wir sind wieder zurück. Unser Auto ist halt gerade derbe am Abbrennen. Geht gar nicht, komm, steig ein, mein Freund. Los, schneller, 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 schneller. Und zack, tschüss. Loser. Oh, und da sind wir auch schon am Ziel, endlich. Jetzt nicht mehr umfallen, nicht verbrennen, nicht explodieren. Dann haben wir das. Wir sind so nah dran. Los, schaffst das, ich glaube an dich. Spannung, Spannung. Nein, nicht brennt, nicht brennt. Nein, 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 nein. Ganz schlechte Idee. Und wir haben es geschafft, Wahnsinn. Und hier, hier geht's hoch aufs Dach, okay. Oder auch. Wir waren doch gerade auf dem Dach. Und jetzt geh doch mal bitte weg, Mann. Ah. Nein. Ist da irgendwo ein Kreis oder was? Ach da, super. Das sollst du wissen. Oh, du bist verdächtig. Foto. Klar. There it is, Holmes. Was, wo, wo, wo? Ach, da! Tja. Haben wir ihn schon mal abgelichtet? This is bigger than any gang, is it? Rider, little bitch. Und wer ist das? Ja, fail. Würde ich mal sagen. Ich glaube, ja, der müsste in der späteren Mission auch noch vorkommen. Der kommt mir ziemlich bekannt vor. That's T-Bone Mendez. Ja, das. What now? Is that it? Komm, einer geht noch. Was, wo sein? Ach, der da. Hey, who's the gringo? I don't like the look of that guy. This more than a few thugs push upon. Wer ist denn der? It's a serious organization. Wir werden es noch rausfinden. Haben wir es jetzt mal... Oh, die ist verdächtig. Die Oma, ey. Hauptsache Kippe im Mund. Der war wichtig. Ja, genau. How many of these clowns are there? Bei denen werden wir auch noch ein paar Missionen... ja, hier ein paar Missionen halt... ableisten, oder wie man es nennen will. Und tschüss. Das waren sicher alle. Da kommt gar keiner mehr. Auf jeden Fall. Warum steigen wir hier aus? That was some heavy shit. We better split up and get out of here. I'll meet you back. Was? Warum schmeißt ihr mich hier raus? Coolio, we got what we came for anyway. Jetzt stehe ich in der Pampa oder was? Ja, ganz klasse. Ah, nee. Aber dafür können wir einmal... Tankstelle und check. Riesenexplosion. Eiskalt. Jetzt brauchen wir nur noch einen Speicherpunkt. Yeah, what? Yo, man. Ja, Jethro, nerv doch bitte nicht. Ich brauche nicht dich, ich brauche gerade einen Speicherpunkt, Mann. Dankeschön. Vielleicht können wir auch noch einen Stunt hinlegen. Da, Rampe. Das schaffen wir. Los geht's. Weltklasse. Hauptsache runtergefallen. Speicherpunkt. Waren wir hier nicht schon mal? Ah, genau da hinten.
Es kommt mir gerade bekannt vor, ich weiß nur nicht woher. Ich glaube, Tenpenny hat uns hier rausgeschmissen. Bei der einen Mission. Ja, genau, okay. So, dann werden wir das Motorrad noch schnell abschießen. Juhu! Gespeichert. Und damit mache ich Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder zu GTA San Andreas. Ciao!